Das wird toll, Nina. Wir sind die Ersten, die den heute schauen. Jeha. Ich glaube aber, die Stimmung ist gut. Ein gutes Gefühl. Da geht noch mehr. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Köln! Ja, sehr gut. Ich freue mich tierisch, dass ihr da seid. Wir schauen nämlich, und ihr seid eingeladen worden, wir schauen als allererste Menschen. Wir sind privilegiert heute. 230 privilegierte Menschen. Coco, den neuen Film von Pixar. Wir wissen noch gar nicht, wo wir sind. Willkommen im Land der Toten. Und jeder, der den irgendwie so schaut oder das mitbekommt, weiß, dass ich ein unendlich großer Pixar-Fan bin. War letztes Jahr sogar bei Findet Dory, durfte ich mir das Ganze mal anschauen. Es ist wirklich ein magischer Ort. Wirklich, man denkt sich so, ja, da sitzen die Leute, tippen was in ihren Rechner, malen so ein bisschen Sachen aus. Nee, es ist ein magischer Ort und deswegen kommen da auch immer so wunderschöne Geschichten her. Das Ganze veranstalten wir heute aber nicht alleine. Oh Gott, diese Familie und Nina Kutschera! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Worauf freust du dich heute eigentlich am meisten, dass wir heute zusammen diesen schönen Film zeigen? Auf die Musik! Ja? Ja! Bitte, singt, singt viel. Möchtest du sagen, Film ab, dann komme ich mit dem Mikro hin und bist du derjenige, der hier Chef ist. Zöger es nicht heraus. Viel Spaß, Alt. Film ab! Was? Haha! Life sounds like... Das ist dein Ticket zurück, Muchacho. Hey, viel Spaß auf der Party. Ich bin ein Mega-Fan. Dürfte ich vielleicht... Das Feuerwerk. Ich fand ihn voll genial. Ich fand ihn sehr schön. Ich hab geweint. Ja. Ich auch. Sehr gut. So im letzten Drittel habe ich gemerkt, okay, ich glaube, heute ist es wieder soweit. Und dann zum Schluss war halt vorbei. War schon sehr stark. Überrascht. Also ich finde, die Pixar-Filme sind sowieso immer sehr detailliert und schön. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich habe viel geweint. War ein unglaubliches Meisterwerk. Ab und zu ein Tränchen noch verdrückt. Genau wie sämtliche anderen Pixar-Filme, einfach nur toll. Generell dieses Thema Tod, das ist ein sehr sensibles Thema und das haben die sehr gut umgesetzt. Ja, auch von der Animation wieder super wie bei Pixar immer. Aber es war echt toll. Sehr gut. Also ich bin echt überrascht. Ja, ich fand den Film auch super. Maspet, was hast du zum Film? Hast du auch geweint? Ja, das war sehr traurig, aber schön traurig. Wie hat's dir denn gefallen? Gut. So, ich weiß zwar, Disney-Pixar-Filme sind eigentlich immer gut. Was fandst du denn besonders toll? Alles. Aber ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, heute nicht zu weinen. War ein toller Film, einfach. Hat schon beim Vorfilm nicht geklappt. Es war einfach super. Also es war eine tolle Kombination aus für die Erwachsenen und für die Kleinen. Und man konnte auf zwei Ebenen lachen, war super. Also auch alles so, deren Auffassung von Jenseits und so weiter. Dante ist super. Kinderfilm, ich bin immer dabei. Ich war voll drin. Es war eine Gefühlsachterbahn auf jeden Fall. Der Film war lustig, traurig und spannend. Und also kann ich auf jeden Fall jeden weiterempfehlen. Oh, es war einfach richtig schön gemacht. Ja, es kamen auch ein paar Tränen. Super cool, auch super, dass die Kinder dabei waren. Es hat mich auch gefreut, wie die Kinder die ganze Zeit so emotional waren. Ne? Das hat den Kinosaal nochmal so ein bisschen erfrischt, sag ich mal. War super. Geweint, gelacht und alles. Das hat auch einen voll mitgenommen. Teilweise hat man auch einfach gelacht, weil man Kinder hat lachen hören und das war dann nochmal ein ganz anderes Gefühl. Echt guter Film. Toll, wie jeder Disney-Film. Alles gestimmt. Grundsätzlich, der Film funktioniert für alle auf jeden Fall. Was treibst du da? Ich laufe wie ein Skelett. Nein, so laufen Skelette nicht. Aber du läufst so. Nein, gar nicht. Schluss damit. Coco, lebendiger als das Leben.